Ich denke, auch wenn wir gelegentlich so selbst Zweifel an uns hegen, ob wir denn so alle intelligente und auch kreative Wesen sind, wir sind es. Über andere wollen wir jetzt gar nicht sprechen, also andere, die jetzt heute Abend nicht hier sind. Aber was ist das genau, Intelligenz und Kreativität? Man weiß nicht so sehr viel über die Entstehung zum Beispiel von Kreativität. Sie werden beschrieben, ich zitiere mal, als Querflötistin mit Intelligenz, Energie und Stärke. Frau Christian, Sie bezeichnen sich selbst als Experiment. Meine Familie war immer Musik, Kunst, Kultur begeistert. Und als dann meine Mutter mit mir, dem dritten Kind, schwanger war, kamen dann die ersten Studien heraus, in denen es hieß, Kinder kann man pränatal fördern, indem man zum Beispiel laut klassische Musik hört. Mein Vater sagt, klar, super, machen wir. Du hast gefälligst jetzt klassische Musik zu hören. Sie hat es auch gemocht und genossen. Und das ist sozusagen das Experiment, was jetzt hier heute sitzt. Die klassische Musikerin, die sich sehr früh dafür begeistert hat, tatsächlich für klassische Musik. Sie meinen aber, das Experiment hat funktioniert. Ich finde ja, ich fühle mich wohl in dem, was ich tue. Aber Kreativität ist nicht angeboren. Haben Sie von dieser Art von pränataler musikalischer Förderung schon gehört? Ich finde es immer ganz wichtig, vorab zu unterscheiden zwischen alltäglicher und außergewöhnlicher Kreativität. Weil alltägliche Kreativität, schauen Sie ein Baby an, wie es mit der Mutter Kontakt aufnimmt und wie in diesem Blickkontakt, in dieser ganz subtilen Interaktion so ein inneres Selbst wächst, übrigens auch in der Mutter, aber im Kind, das kann man schon als alltägliche Kreativität, als Grundform der Kreativität ansehen. Die außergewöhnliche unterscheidet sich durch einen ganz schlichten Umstand. Sie ist für andere relevant. Wenn ich einen wunderschönen Traum habe, den ich so toll finde und ich bin beseelt, ich erzähle den morgen meiner Frau morgens, dann hört sie sich den an. Wenn ich den jetzt jeden Morgen ihr einen Traum erzähle, sagt die nach dem fünften Mal, naja gut, interessant, aber hast du vielleicht noch ein bisschen Selbsterfahrungsbedarf? Zu Ihrer Professur, wenn Sie Ihren Nachbarn erklären müssen, was Sie beruflich machen, beschränken Sie sich dann auf ein Professor für Probleme lösen? Ja, das würde ich sagen. Ich sage das mit einem gewissen Stolz deswegen. Wir hatten vor wenigen Wochen in Davos, wo Andreas Kruse ja auch aktiv teilgenommen hat, ein Treffen der Weltwirtschaftsführer und die haben sich Gedanken gemacht, was sind eigentlich die Schlüsselqualifikationen im 21. Jahrhundert? Was müssen unsere jungen Leute mitbringen, damit sie in den nächsten 10, 20, 30 Jahren erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt, erfolgreich in dieser komplexen Welt agieren können? Raten Sie mal, was die Top 3 Konstrukte sind, die dort genannt wurden. Auf Platz 1 komplexes Problem lösen, ja, deswegen mein Stolz zu sagen, ich beschäftige mich damit. Auf Platz 2 war Kreativität, wunderbar, von daher auch ganz klar, wir brauchen in der Welt des 21. Jahrhunderts natürlich kreative Köpfe. Und auf Platz 3 Critical Thinking, das heißt kritisches Denken, nicht alles zu glauben, was man in den Medien hört. Zum Beispiel, dass Säuglinge, die mit Mozart Bescheid werden, hinterher wunderbare Musiker werden. Denke, dass dein Leben so etwas ist wie eine Skulptur, an der du arbeitest. So. Und was wir versuchen, alten Menschen, wir haben ja bei uns im Institut sehr viel mit Schwerkranken zu tun. Wir machen viel Rehabilitation von Schlaganfallpatienten. Wir haben viel mit der Demenz zu tun. So. Also ich rede jetzt nicht einfach nur schön. Nicht? Was wir versuchen, Menschen bis ins hohe Lebensalter hinein immer wieder zu vermitteln, ist, versuch dieses Motiv nicht nur der Weltgestaltung, sondern auch der Selbstgestaltung so stark zu machen. Aber die Weltgestaltung ist natürlich notwendig. Du musst eine Welt haben, die du gestalten kannst. Deswegen wir ja so sehr für die Teilhabe plädieren. Aber über diese Weltgestaltung, beispielsweise über die Gestaltung des Lebens junger Menschen, Verantwortung für junge Menschen, kommst du auch mehr und mehr zu dieser Selbstgestaltung.